Vielleicht machen wir direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Wir waren ja hier dabei, keine Ahnung, wie der Planet heißt, anzugreifen. Hier sind extrem viele Gleiter am Boden. Das heißt, wir werden mit Flugabwehr arbeiten müssen. Wir haben wahrscheinlich auch Raincross hier, wegen dem Bild, würde ich jetzt mal grob sagen. Wow. Okay, sind viele von denen. Alter, heftig. Viel Magma. So. Information. Weitere Garnison ist unter. Dann holen wir uns, glaube ich, nochmal das Fahrzeug hier und. So, kommen wir uns noch ein paar TATs hier runter. Wenn wir ihre Bodenstationen in der Gegend beseitigen, würde uns das bei der Vertreibung der Rebellen sehr helfen. Kümmert euch darum. Wir haben eine verlassene schwere Waffenfabrik erhoben. So, jetzt bekommen wir wieder noch ein bisschen zusätzlichen Nachschub. Erwarte ihre Befehle. Abgeschlossen. Verstanden. Oh nee, ne? What the fuck ist das? Kommt jetzt eigentlich Musik? Wieso? Oh, das, nachher gibt's Ärger. Wetten? Die haben Musik gesperrt, geh mal. Aber wieso macht denn jetzt Musik? Ich will keine Musik. Mach die scheiß Musik aus. Bla bla bla, ich will keine Musik. Ich will auch keine Musik. Nee, dann mache ich das so. Ich will nicht nachher Ärger bekommen. Meine Fresse, wieso kommt denn jetzt Musik? Ich hab doch ausgeschaltet. Was war denn hier? Achso, die schwere Waffenfabrik ist zerstört worden. Wieso kann ich denn meine AT-AT hier nicht wegbewegen? Hat er sich verbuggt? So. Irgendwo müssen gleich die Gleiter kommen wahrscheinlich. Ah, mein Ohr juckt. Oh. Oh, da ist ein Rancor. Ah, der wird aber gut getötet von unserer Flugabwehr. Ja, lauf einfach mal durch Magma. Ist ja scheißegal. Ich hoffe, sie muss jetzt wenigstens weg. Ah, nee. Was soll das? Egal, tut mir leid, wenn ich jetzt ohne Sound spielen muss, aber... Wenn die Scheiße dann nervt. Ich weiß nicht, woher die Musik auf einmal kommt. Vielleicht hätte ich mir doch ein Akklimatikkreuz hier runterziehen sollen. Das dauert wirklich nicht so lang dauern. What the fuck, ey. What the fuck? Alter, gut, dass ich viel Flugabwehr reingepackt habe. Oh. Na gut. Das ergibt Sinn. Bäm. Volltreffer. Was hat denn so viel Gleiter hier? Das ist ja abartig. Ja, unsere Flugabwehr macht das super. Ja, ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier alles kaputt. Die Flugabwehr ist ja echt Gold wert. Also die macht echt super gut, kurzen Prozess mit den feindlichen Gleitern hier. Zack. Ich würde mal sagen, wir gehen mit dem mal hier hoch. So wie mit euch auch. Da dürfte jetzt ja nichts mehr sein. Ja, eine Flugabwehr können wir eigentlich hier lassen. Wir haben eine Sensoranlage mit einem Magmafeld.
Und ein riesen Wankor. Ich glaube, das ist ein Gebäude, ne? Ich glaube, wir bekommen richtig viele Wankors da draus. Aber scheiß auf die Wankors. Wir machen das jetzt schnell, damit wir wieder Sound haben. Ist ja so unnötig gerade gewesen. Ist der Sound jetzt wenigstens weg? Alter, wehe, das gibt nachher Ärger hier. Kommt, hauen wir mal die ganzen Gleiter hier am Boden weg. Eigentlich voll heftig, wie viel der hier hat. Geht ja gar nicht drauf, geht ja gar nicht klar. Wir hauen jetzt Mission weg. Tschüss, wenn du die nicht starten willst, hau ich die alle gerne weg. Hab ich kein Problem damit. Alter. Diese Gleiter übermacht. Heftig. Selbst Hood hat nicht so viele Gleiter gehabt. Okay, Hood war ja auch wenig Gleiter. Ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Na komm hier ran. Was macht ihr denn da für ein Blödsinn? Was macht ihr hier für ein Blödsinn überhaupt? Ich habe euch doch eigentlich befohlen, hier hochzukommen. Alter! Alles in Ordnung mit dir? Das ist doch mein AT-AT in Ruhe. Beweg dich bloß nicht, so könnt ihr dir keinen Schaden machen. Zumindest nicht. So, unser Flugabwehr kann jetzt hier mal aufräumen. Haut mal die ganzen feindlichen Jäger weg. Schade, sieht man das nicht relativ gut, deshalb scroll ich mal noch ein Stückchen raus. Hau die Wichser hier weg. Und gut ist. Aua. Schaffst du? Nee, er muss nachladen. Toll. Eine verloren. Egal. Oh, was ist das denn hier oben? What the fuck machst du denn hier so oben? Was macht ihr denn hier so weit oben? Wie soll ich dich denn zerstören, wenn der da ganz oben sitzt? Ah, doch, haben sie doch abgeschossen. Oh, mein AT-AT hat sich anscheinend verbuggt. Toll. Ich hoffe, die Musik ist gleich aus, wenn ich wieder im Hauptmenü bin. Also in der Galaxierung. Ziemlich nervig, jetzt den Rest ohne Sound zu spielen. Ja, bestimmt meinen Nachbarn da oben. Dem natürlich jeden Tag hört man das Geweine von dem Kind. Oder was die da immer für laut machen. Hin und her gerenne und so weiter. Was ist denn jetzt mal? What? Oh, komm, wo machen wir es? Ja, komm. Lehnen wir uns zurück. Ja, fliegen wir gegen eine Wand oder was? Und noch eine Wand. Und wer ist drauf gekommen? Noch ein. Wow. Alter, so riesen Wankos. Die sind eigentlich voll gruselig. Und tschüss. Achso, ich wollte schon sagen, wo bleiben denn mal die Geschosse? Tschüss. Alter, wie viel Drecksleiter der hier hatte. Was haben wir denn hier oben? Auch hier oben gäbe es noch schön viele Panzer. 9 Gleiter. Plus noch das Hauptgebäude. So, der Planet gehört uns. Wir können hier wieder irgendwelches Zeugs bauen. Vielleicht können wir neue AT-ATs hier bekommen. Deshalb hole ich mal erstmal ein AT-AT hier rein. Ach, wir müssen erstmal... Ich kann eigentlich mal wieder den Sound jetzt dran machen. So. Ich hoffe, das ist nicht wieder zu leise. Nee, nichts Neues. Haben wir noch das Gebäude raus, 2 Minen, Turbolasertürme. Ja, das sollte sein. Sollte reichen, meine ich. Jo, also jetzt hat sich die Flugabwehr extrem gelohnt, weil echt, hier waren ja echt Monster an Gleitern. Also ich brauche ein paar von denen hier auf dem Boden, falls er wieder seinen Scheißüberfall macht.
So, als nächstes würde ich dann bevorzugen Mantelraum anzugreifen. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes. Wir brauchen erstmal eine neue Flotte wieder. Wir können eigentlich die hier hinschicken und die nach Scheiße. So. Jetzt habe ich leider nicht so viel Geld gerade über Lust zu schicken. Auf jeden Fall. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Konstruktion abgeschlossen. Ach egal. Die beiden können wir benutzen. Dann muss ich hier mal irgendwo mal neue Schlachtschiffe wieder kaufen gehen. Hier würde ich sagen auf Kuriban. Fahrzeug wird produziert. Konstruktion abgeschlossen. Okay, hier haben wir wahrscheinlich wieder diese komischen. Ja, halt diese. Keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall, wo man auch diesen Sith Lord bauen kann. Ja, da würde ich sagen, greifen wir als nächstes Mandalore an. Mandalore ist ja ein normaler Planet aus dem Hauptspiel. Deshalb sollte jetzt nicht so schwer sein, ihn anzugreifen. Was macht denn der da? Der macht mir echt Sorgen mit seinem Hin- und Hergeschobe der Einheiten. Den und den Planet dürfen wir nicht machen. Den machen wir zuletzt und dann gehen wir nach Hood. Also im Ort, das müssen wir leider automatisch im Modus machen. Ich weiß nicht, vielleicht geht der Bodenkampf ja. Aber sonst weiß ich es nicht. Ja, Missing ist gut, ne? Dann zeig mal, wo du bist. Ach, da oben. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Konstruktion abgeschlossen. Na komm, ich schaff das aber eher als die, ne? Ja. Jetzt muss ich die Flotte gleich dann wieder hier hinziehen, ne? So, ich hab's eher geschafft. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Aha, wir haben uns vorbereitet, mein Freund. Volt-Shadowiden. Okay. Hatte ich keine große Gefahr. Dass ihr überhaupt noch Widerstand leistet, ne? Achso, ich dachte gerade auf dem Boot. Ich wollte gerade sagen. Nee, ne? Das wäre auch ziemlich unlogisch gewesen. Ah, das ist die. Ah, das ist die Karte. Wir müssen also unsere Flotte sofort darunter ziehen. Um die Raumstation zu beschützen. Da haben wir einen Providence-Kreuzer schon mal. Da haben wir noch mehr. Verstärkung unterwegs. Erwarte Ihre Befehle. Verstärkung unterwegs. Befehl bestätigt. Ja, alle Mann hier unten hin, ne, würde ich mal sagen. Unser Einfluss auf dieses System darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Sucht und vernichtet jeden Eindringling in unserem System. Ja, machen wir. Erstmal verschanzen wir uns hier bei unserer schweren Raumstation. Wir bekommen ein paar zusätzliche Schiffe. So. Euer Befehl, Sir? Bitte einmal hier runterkommen. Ach so, das war das. Ja, ich würde mich mal freuen. Kommt mal hier runter. Ja, ihr kommt jetzt eigentlich bitte auch mal, ihr beiden. Ja. Wir bleiben mal hier in Verteidigungsstellung so lange. Wow, die haben das Schiff schon weggehauen. Hier kommt ja... Da kommen ja die ganzen Jäger an. Wir können eigentlich hier auch mal hier hinschicken. Wir brauchen unbedingt hier ein bisschen Jägerunterstützung. Jetzt doch aber langsam mal hier runter. Wollt doch nicht so lahmarschig sein.
wollte gerade sagen, schickt doch mal hier unten besser Verstärkung hin. Okay, das ist ziemlich bescheuert. Dass das halt direkt hier vorne steht. Okay. Oh, was haben wir denn da unten noch? Ach, ein Venatokreuz. Da kommen die ersten von den Druidenjägern, sage ich jetzt mal. Die können wir gleich hier aufräumen. Falsche Druiden, was wollt ihr eigentlich? Zack, zack, haut die weg. Gut ist. Naja, ziemlich blöd, dass die Schiffe so weit weg sind. Vorteil für den Angreifer. Aber jetzt kommt unsere Verstärkung ja schon runter. Du hast keine Schilde mehr, fuck. Ja, bleib mal hier in Verteidigungsposition. Wir hauen mal nochmal eine weitere Panzerung raus. Okay. Die Schiffe lassen wir mal so weiter stehen, die können in Verteidigungsposition bleiben, die schicken wir uns weiter nach vorne. Ey, ich will das jetzt nicht verlieren, das ist teuer gewesen. Komm her, Tai, um besser. Oh, so unnötig. Oh. Ich kann die Teile leider nicht reparieren. Verpiss dich doch mal. Ich kann das leider nicht reparieren. Na gut, die Schilderinnen gerinnen sich eh nicht mehr. Ja, die Schilde müssen ausgeschaltet werden. Ach, kommt jetzt mal hierher, das kann doch nicht so schwer sein. Wo sind die denn jetzt hier? Hallo? Kommt mal hierher. Erwarte ihre Befehle. Erwarte ihre Anweisungen. Ja, die konnten ja nicht ihren sich aufklappen wegen diesen scheiß Nebel, was warum auch immer. Wegen diesem Nebel können ihre Flügel nicht richtig aufklappen. Naja. Was macht ihr denn hier, ey? Weißt du, das kommt einfach mal hierher. Kommt hier rüber. Hier hinten gibt es mehr Arbeit. Und obwohl, ach, macht das hier und gut ist. Ah, habt ihr euch ein bisschen verlaufen, kann das sein? Der Pisser will sich auch nicht zurücksehen, ne? Der gibt nicht nach. Ey, mach mir nicht meine Raumschütze kaputt. Ach, um eins, ne? Ja, der hat wieder seinen Bonus gemacht. Ja, denkst du, du kommst dagegen an? Ah, ne. So, die hauen hier noch gut weiter drauf. Tja, die Bomber geben auch gut Unterstützung jetzt hier. Das ist auch echt ärgerlich hier, dass die... dass die Schiffe so weit weg sind. Das ist halt gut für den Angreifer, aber echt für Verteidiger ist das echt zum Kotzen. Oh, schon 19 Minuten. Schnell mal zwei Parts gehen. Ich spiele jetzt mal wahrscheinlich wieder ein bisschen Far Cry. Ich hab Bock drauf. Und nachher wahrscheinlich wieder ein bisschen Outer Kingdom. Far Cry 2 übrigens. Ich liebe das Spiel irgendwie. Kann ehrlich lieben, aber... es ist ziemlich geil. Das war eigentlich mein erster Shooter auf Konsole, also mein eigener für PlayStation 3. Ich habe das damals dazu bekommen, als ich mir die PlayStation 3 gekauft habe. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 4 Jahre oder so. Ja, auf jeden Fall, ich dachte immer früher, das wäre was mit Zau... ich bin kein Fan von Zombie-Shooter und sowas, also ich mag überhaupt gar nichts mit Horror. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Angst habe oder so, aber ich mag es einfach so nicht. Ich mag nicht so gern Horror. Oder irgendwas mit Zombies oder sowas. Ne, das ist überhaupt nicht mein Geschmack.
Ich habe erst gedacht, das war früher wirklich ein so ein Horror-Shooter, also mit Zombies und sowas. Aber es ist ja nicht. Habe ich mir das im Internet damals angeguckt und habe es dann gespielt. Ziemlich geil. Ja, und spiele das dabei nochmal durch. Ich versuche möglichst alles zu finden. Also ich habe noch nicht mal eine Mission gemacht. Also eine Hauptmission. Also okay, jetzt das Tutorial. Und sonst habe ich keine Mission gemacht. Ich habe erstmal alle Waffen freigeschaltet, die man freischalten kann zum Kaufen. Derzeit habe ich noch Geld durchsuchen gefunden. Könnte mir schon gleich neues Equipment kaufen. Ja, ziemlich lustig. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, die Attentäter-Mission zu machen. Und dann irgendwann die Hauptmission. Weil es dann später einfacher ist, wenn man einfach schon gute Waffen hat. Weil man muss sich ja Waffen kaufen, um die dann ins Lager zu behalten. Weil die alten Waffen, es ist halt ein bisschen realistisch, dass die Waffen dann nach einer Zeit kaputt gehen, weil sie verrosten. Also wenn man jetzt alte Waffen aufnimmt, ich nehme mal neue Waffen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das war's hier mit dem Part. Wir greifen den nächsten Part dann Mandalore an. Warmen Hals, ey. Ich sollte mal was trinken. Also auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder. Ich trinke was und dann sehen wir uns dann wieder. Also dann bis gleich. Tschüss.